So, und herzlich willkommen zurück. Wir machen weiter mit Sie will gewinnen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch gefällt die Folge. Wie ihr wisst, haben wir jetzt ab diesem Kapitel auf leicht gestellt, weil es einfach mit der Munition zu knapp wurde. Mehrmals jetzt schon. Und ich einfach auch keine große Lust hatte, hier jedes Mal meinen Frust sozusagen künstlich jetzt hier hochzufahren wegen Dingen, die nicht so wirklich unbedingt nötig sind, sag ich mal. Deswegen haben wir es jetzt runtergeschraubt. Ich denke, es ist jetzt auch nicht verwerflich. Zumindest hoffe ich das. So, das. So. Wie gesagt, ich habe das Kapitel schon bis zum gewissen Punkt gespielt. Ich werde euch natürlich auch sagen, bis wohin. Es ist wirklich nicht so einfach, wie es jetzt vielleicht aussieht. Ich hoffe natürlich, wie gesagt, dass euch diese Folge, wie gesagt, hier trotzdem gefällt. Kapitel heißt Wiederverein, das heißt, es wird hier immer mit der Qualenarmbrust noch was machen. Ja, stellen wir gleich nochmal ein paar Listen her. So, könnten wir nämlich gut gebrauchen. Eins. So, es geht jetzt vielleicht ein bisschen fluffiger von der Hand, aber wie gesagt, ist halt so. Ihr seht, es ist halt trotzdem nicht so einfach. Man hat ja trotzdem ein bisschen, wenn auch nicht viel, aber ein bisschen was zu tun. Also mir macht es natürlich trotzdem Spaß, aber es ist halt irgendwann wirklich frustrierend, wenn man halt absolut nicht weiterkommt. Durch das Tor schießen. Voller Blut, der Typ, ne? Ich selber in die Luft kam. Warum klettert er mal hoch, ey? Sagst du dich doch noch mehr in die Luft, ey? Sich selber in die Luft jagen, das ist halt das Blöde. Das ist vom Gaming her vielleicht ein bisschen leiser. Das könnte daran liegen, dass ich jetzt hier mal mit dem Controller.
Später. Warum nicht gleich so? Wisst ihr, wie lange ich hier gebraucht habe? Über eine Stunde. Über eine Stunde bin ich hier. Ich bin bestimmt hier 10-mal gestorben. Und das war echt nicht schön. Das hat dann auch keinen Spaß mehr gemacht, irgendwann. Weil das Blöde ist nicht, oder das Schwierige ist nicht, dass man vielleicht nicht weiterkommt. Und es geht einfach darum, dass es einfach übertrieben schwer ist, weil die Zombies an sich sind keine Schwierigkeit. Ja. Sondern das, was schwierig ist, ist halt die Munitionskapazität. Die ist extrem. Die ist extrem belastend auch. Wenn man halt jedes Mal nicht weiterkommt, weil man würde weiterkommen, wenn man die Munition hätte. Also, das ist nicht das Bier. Und ich will halt irgendwann auch euch, oder ich möchte halt euch auch zeigen, dass man dass das Spiel hier, ja, dass man hier Spaß hat im Spiel. Bringt euch ja selber nichts. Ich meine, ihr guckt euch ja dann am Ende sowieso nie an, aber die Leute wollen einem am besten Speedrun angucken. Ne? Eine halbe Stunde durch das Spiel. Ach, was ja sowieso nicht möglich ist, aber muss man erwarten. Nee, das ist halt so einfach so wieder frustrierend dann für mich. Und ich spiele es halt, wie gesagt, so wie ich es möchte, also wie es mir Spaß macht. Das wurde mir halt auch empfohlen. Und dann mache ich das einfach und entweder kommt man damit klar oder lässt es ganz einfach. Und ich habe jetzt keine 20.000 Abonnenten, dass das irgendeine Relevanz hätte. Sei es wie es ist. Ich mache es gerne, ich mache es Spaß, das habe ich mir mal schon gesagt. Und alles andere ist wichtig. Bitte. Das ist halt sowas. Ich habe zwar wieder keine Munition. Munition alle. Das heißt völlig sinnlos jetzt. Und der fette. Blöd ist halt, wenn die immer wieder aufstellen. Da habe ich auch wieder so ein Problem. Okay. So, wieder Munition nehmen. Was? Du gehst mal im Sack. Oh, wieder daneben. Mann. Ey, man muss es auch nicht übertreiben. Trottel.
Dann lässt er mir eine Granate fallen, teuer. Noch eine Granate. Sehe ich denn jetzt mit Granaten, ey? Hass dieser Explosionsbolzen, ey. Somit kann man auch seine Heilung verschwenden. Ja, und ihr seht schon, dass selbst auf normal, vielleicht meine ich, ist es nicht einfach. So, bleib liegen. Meine Güte, ey. So, weiter. Ein Schuss. So, jetzt müssen wir hier mal ein bisschen gucken. Sniper. Über hier. Wer das ist? Wir haben fast keine Heilung mehr, ne? Wir haben keine Muni mehr. Alter, das Ding brennt. So, das mach ich auch. So, kann man jetzt hier irgendwie hier oben lang? Nee. Ich kann halt da oben nie lang, ne? Noch das blöde Gel holen. Das wir aber eigentlich nicht brauchen. Brauchen, wie gesagt, hier. Das Spiel ist munitionslastig. Sehr munitionslastig. Und guck mal, wir spielen das selbst jetzt auf einfach. Und selbst auf einfach ist es nicht so ohne Pappe. Also. Es ist nicht ohne. So, zum Beispiel hier auch. Wie kommen wir da rüber? Keine Ahnung, wie wir darüber kommen sollen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ah, so, okay. Ja, geht er. Na, also ich sag halt nur, dass das halt schwierig ist. Sehr schwierig, das Spiel. Und es ist aber eine Tatsache. Also ich habe mich mit jemandem unterhalten, der Spiele immer auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad spielt. Und der kann das aber. Weißt du? Also es gibt solche und solche.
Manche, die spielen alles auf den Maximum, alles was Maximum ist sozusagen. Und dann gibt es halt auch Leute, die eben wie ich es einfach mal ganz gemütlich zocken wollen. Alter, aus was? Das Gute ist, hier ist eine Statue drin. Jetzt haben wir den Seilschlüssel. So, habe ich nicht gewusst, dass hier ein Schlüssel drin ist. Aber es ist gut, dass hier irgendwo ein Raum ist. So, hier ist, glaube ich, sowieso nichts. Ich habe nämlich hier damals auch geguckt und gehofft, eben, dass hier Munition ist. Und was war? Nix. Ein bisschen Gel habe ich irgendwo gefunden, aber frag mich nicht wo. Irgendwo hier. Was ist denn jetzt dieser blöde Scheißraum? Ah, hier ist Munition, die habe ich nicht gefunden damals. Naja, ist ja auch egal. So. Ah, hier liegt dann noch was, oder? Kidman? Ich gucke erstmal, ob hier irgendwo dieser Raum ist, ja. Hier. Wie gesagt, das habe ich schon alles gelesen, deswegen lese ich das nicht nochmal. Da geht es um den Verlust seiner Tochter, dass seine Frau halt den Verstand verloren hat, scheinbar, oder sich dann in die Arbeit gestürzt hat. Er hat sich in Alkohol gestürzt, um das Ding zu verarbeiten. Ich verliere den Verstand. So ist es halt dann, ne, gewesen. So, wir gehen hier rein. Haben Sie etwas vergessen? Nö, ich habe nichts vergessen. Einmal hier rein. Wie gesagt, wenn ich ein bisschen genervt rüberkomme, dann liegt das nicht an euch, sondern das liegt dann einfach an dem Umstand, dass ich das ganze Kapitel schon so gut wie durch hatte. Zumindest hat es den Anschein gehabt. Und ja, ich muss den ganzen Scheiß eben nochmal machen. So, jetzt haben wir wieder Gel bekommen. Und kein Gel, Leute. Meine gut, 7500 Gel ist auch nicht schlecht. Aber Munition wäre besser. Munition ist halt hier sehr rar, wisst ihr? Das ist das Problem. Vielleicht kommen wir heute sogar bis zu der Stelle, bis wohin ich gekommen bin hier. Ihr habt gesehen, dass die Viecher trotzdem stark sind, ne? Selbst auf einfach. Also ist nicht vom Papa. Ganz klar. So, Waffen. Schadensmodi. Die Magnum würde ich ja nicht noch weiter aufbauen. Genauigkeit, Magazinkapazität. Ja, genauisch. Schleichen, Junge. Umspeicher ab. So. Den schwierigsten Teil, denke ich mal, haben wir jetzt in dem Kapitel schon durch.
Jetzt kommt eben noch mal ein etwas Nerviges und dann. Bin halt jetzt hier ziemlich durchgerusht, muss ich selber zugeben, aber ich habe halt versucht, das mitzunehmen, was ich vorher auch ein bisschen mitgenommen habe. Außer hier die Munition, glaube ich. Die habe ich nicht mitgenommen. Wie gesagt, hier Streichhölzer und so einen Scheiß findet man, aber das braucht man eigentlich nicht wirklich. Oh, hier kann man auch rein. Oh Gott, was ist das hier? Guck mal, was hier. 2000, ey, das war ein Riesending. Hätte ich mir vielleicht sparen können, da hätte ich mir vielleicht ein bisschen was Sinnvolleres kaufen können. Bei der Modifikation. So. Da Streichhölzer. Ach man. Das Spiel ist einfach grandios. Es ist wirklich cool, aber ich glaube, man sollte, wenn man halt vorher das noch nie gespielt hat. Ja, seht ihr? Das ist nämlich das. Das ist jetzt nochmal richtig scheiße schwer. So. Ich muss schnellstens So, guck mal, da drüben. Jetzt da drüben drauf achtet, da müssen wir durch. Ja. Jetzt öffnet sich das Ding nämlich. Wir müssen es so abpassen, dass das ungefähr hier ist und dann kann man darüber. Die Scheiße nehme ich wieder zu. So in dem Fall. So, hier war ich gewesen. Diese Viecher sind nämlich sowas wie Haie. Die können den unter Wasser fressen. Diese Mistviecher. Gut ist, dass wir jetzt hier einen Kontrollpunkt haben. Es kann auch sein, dass das jetzt ein bisschen leise ist übrigens, also nicht wundern. Ich glaube, es ist aber nur in dem Part so. Wenn ich jetzt hier mit dem Controller aufnehme, also einen Lautsprecher mit dem Controller. Halt doch! Hilfe! Hilfe! Da sind zu viele! So. Den weg. Tschüss. Oh, war das im Magnum? Auch nicht gut. Das hätte ich nicht machen müssen. So, und hier bin ich, ich weiß nicht, ich habe den irgendwann nicht mehr gezählt, aber ich glaube so 10 Mal. 10 Mal gestorben, 20 Mal gestorben, also extrem häufig. Und es war dann irgendwann so genervt und so gefrustet, dass ich dann irgendwann gesagt habe, hier, das kann ich. Ja. Das ist halt One-Hit. Wenn das One-Hit, wenn man da nicht schnell genug ist, und man kann halt nicht schnell genug sein, dann ist das dämliche Vieh ja schneller als du, sozusagen. Es ist dann schon nervig. Nervig, nervig. Immerhin habe ich einen Schuss mehr, zumindest von der normalen Knarre. Sollen wir jetzt noch ein paar Mal anhören hier? Ja, das sehe ich auch. Also ich könnte die jetzt alle wegsnipen. Seht ihr das? Ich zerballer hier. Das ist schon da nervig. Der kann halt doch nicht schneller schwimmen. Das ist halt ganz knapp abgemessen hier.
So, jetzt müssen wir mal gucken, welche Waffe wir nehmen. Jetzt haben wir hier eigentlich auch, doch einen Schuss haben wir hier. Aber den will ich jetzt nicht unbedingt damit verschwenden. Ja, einen Schuss davon. Gut. Ja, kommt man gut. Aber dann wird es schwierig, weil hier sind zwei. Und hier muss man eben immer noch auf diese Scheiße drauf achten. Ich glaube, man muss erst den runterschießen. Na komm, steig doch mal da hoch. Alter. Oh, da muss man den da hinten weglocken. So nervig. So, bis hierher bin ich gekommen. Ah. Wir haben jetzt eben noch einen Explosivpfeil, ein paar Blendpfeile und vor allem einen Eispfeil. So, seht ihr? Hier wäre der Kontrollpunkt. Oh nö. Ernsthaft. Spar dir das später. Da sind bestimmt noch. Sowas finde ich zum Beispiel schon mal richtig crazy. Jetzt hier erstmal. Der trifft ihn nicht. Und das hätte ich nie geschafft. Ich habe nur 3 Schuss gehabt. Insgesamt. Einen Bolzen konnte ich noch machen.
Drei Schuss insgesamt. Also stellen wir mal wieder was her für die Qualenarmbrust. Nee, und das ist doch viel besser. Also, ich will zwar jetzt nicht sagen, dass es unbedingt besser ist, aber ich finde es angenehmer so. Weil es ist auch so schwer, seht ihr. Also, es ist auch so schwer. Ja. Und es ist einfach für mich so. Für euch vielleicht nicht, aber für mich ist das wirklich auch schwer. Und manche Gegner haben wir wirklich nur durch Glück besiegen können. Ja, weil wir da eben auch die Munition hatten. Ja, mit dem Vieh am Ende von Kapitel 10. Bestes Beispiel. Ja, das war. Deswegen haben wir das hingekriegt, weil wir halt unglaublich viel Munitionsmöglichkeiten hatten. Wir haben übelst viel Munition bekommen. Wir hatten übelst viel Munition dann am Ende, dass wir halt auch vielseitig schießen konnten. Und dadurch haben wir das Vieh auch besiegt. Ich bin so ich froh, bin so dass es dir gut geht. Seit der Kirche. Du warst bei der Kirche? Ja, Joseph und ich. Als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, ging es ihm ziemlich schlecht. Was ist mit dem Jungen aus der Klinik? Leslie. Ich habe ihn in einen Käfig gefunden. Dann ist er abgehauen. Ja, mit Leslie, das ist auch so eine Sache, ne? Okay, da scheint vielleicht nochmal ein Speicherraum zu sein. Wäre nicht schlecht. Also an sich macht mir das Spiel schon Spaß, ne? Es ist halt nur extrem schwer. Ich weiß gar nicht, wenn ich selbst wenn ich Akumo Mode spielen würde, also den allerhöchsten. Ob ich dann wirklich auch so viel Spaß drin hätte. Weil außer, dass die Gegner one, also alle Gegner dich one-shotten und ein Angriff, du bist erledigt, egal wie viel Leben du hast. Da habe ich auch irgendwas gelesen, was man irgendwie auch gar nicht skillen kann. Ganz komisch. Hier ist kein Speicherraum, das ist ein ganz normaler Raum. Guck mal hier dieses riesige Trümmerfeld hier. Ist schon crazy, muss ich sagen. Manchmal kann es so sein, dass ich mich so ein bisschen wiederhole, aber das liegt immer daran, dass ich halt so fasziniert von dem Spiel bin. Ich spiele ja wie gesagt um Resident Evil parallel und ich muss sagen, das hier macht mir mehr Spaß. Ja, ist ja ehrlich. Resident Evil ist vielleicht auch nicht schlecht oder ist auch gut, aber wir haben alle diese Sachen gesehen. Hattest du Nasenblut oder Kopfschmerzen? Nein. Warum? Joseph hatte das, als ob er sich verwandelt in eins dieser Dinge. Vielleicht gefällt es nicht jedem. Wie diese blöden Puppen hier. Joseph müssen wir ja auch noch. Okay, was war das jetzt? Joseph müssen wir ja auch noch finden. Der ist ja auch irgendwo. Irgendwo. Beobachtet die Bestien. Nicht ich.
Sebastian. Was ist das? Oh, nee. Na gut, was solltest du anderes machen? Was hättest du anderes machen sollen? Aber wir wurden anscheinend doch nicht erschossen. Kidman ist auf der anderen Seite. Was soll das? Hast du auf mich geschossen? Du hast dich in ein Monster verwandelt. Mich angegriffen. Sorry, du bist infiziert. Er könnte dich benutzen, um mich aufzuhalten. Warte, wovon redest du? Keine Ahnung. Ja, aber hier ist ansonsten nichts weiter, ne? Das auf! Leslie? Leslie, bist du es? Leslie? Sehr gut. Nur noch etwas weiter. Was ist? Ruvik? Leslie. Ich denke, ich würde hier mal den Part beenden. Oder machen wir noch ein Stück. Warte mal. Hier liegt der Part schon 37 Minuten. Ah, wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Dieses Spielchen kann ich nicht zu lang sein. Klasse. Oh nee, hä? Ernsthaft? Was sind wir denn hier? Zweier, wieder. Mit der Flasche kommst du nicht weit. Ja, wir werden sowas von sterben. Oh, Leute. Können die klettern? Ich hoffe nicht. Ich werde mit dir, mit euch, dass diese Viecher den Schlüssel haben. Okay, wir dürfen keine Waffen benutzen. Also dürfen wir die gar nicht killen. Na gut, Leute, ich werde hier mal den Part beenden.
Wir sehen uns in der nächsten Folge.